Weiter mit Civ 6, auf geht's. Städtchen gründen, Leute hin und her schubsen und was man sonst so alles hier macht halt. Ne? Hier vorne eine Weide bitte hinsetzen. Hier vorne, der macht das hier hinten. Dann, ja, den lassen wir mal hier, den packen wir mal hier für den Fall, dass es eine Überschwemmung gibt. Der rennt von den Barbaren weg. Wir haben einen weiteren Stadtstaat entdeckt. Wir können Freundschaften erneuern. Das wird uns vorgeschlagen, einmal Kaffee abgeben und dafür ordentlich Geld bekommen, nehmen wir an. Ah, da sind wir schon Freunde. Nee, hier werden wir jetzt Freunde. Hier werden wir bitte Freunde. Hier werden wir bitte Freunde. Wir haben nämlich eine gute Position. Es gibt keinen Grund für uns, dass wir hier irgendwas anderes machen. Alles klar. Allianzen. Gesandte. Demnächst können wir einen Gesandten mal für eine Runde kurz irgendwo dazwischen schieben. Erstmal nicht. Einmal ausheilen. Eine Runde weiter. Hier entsteht ein Weltwunder jetzt. Achtung. Tempel der Artemis sollte hier entstehen. Gibt uns viele weitere Annehmlichkeiten. Eine für jedes Jagdlager und jede Plantage im Umfeld von vier Geländefeldern rund um dieses Weltwunder hier. Ja. Und die Annehmlichkeiten entstehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, immer in der Stadt, in der die Plantage steht, beziehungsweise das Jagdlager. Hymnische Musik, zweites Weltwunder gebaut, alles cool. Ein Siedler hier vorne drin im Kasten. Ein Siedler hier und einen wollten wir hier kaufen und hier runterziehen. Ja. Einmal hier Geld ausgeben. Können wir ausgeben, aber wir müssen erst den hier einmal rüberziehen. Dann können wir das machen. Als nächstes bauen wir hier. Fangen wir mal mit dem Kornspeicher an. Ne, Handwerker. Die Handwerkerkarte müssen wir gleich auch reinnehmen, da müssen wir dran denken. Wir brauchen schon wieder Handwerker. Kornspeicher hier fertig, Handwerker im nächsten Schritt. Da verfolgt uns jemand. Eine Weide. Weiden geben uns eine Kultur, weil wir ein Pantheon haben. Und wieder eine Runde weiter. Ein grünes Titel können wir mittlerweile wieder nehmen. Er könnte mit Armani irgendwo so zu Rennen werden. Wie sieht es aus mit dem... Ja, das wird schwer mit goldenem und normalen Zeitalter, weil wir so viele Städte schon haben. Das schiebt die Grenze rauf. Wir könnten zum Beispiel Armani hinschicken nach Mexico City. Für eine Runde hier Regierung. Ah, da brauchen wir 120 für. Für eine Runde gleich was anderes dazwischen schieben. Das machen wir nachher. Wir holen uns nachher Armani. Ich habe einen Plan, zeige ich, erkläre ich euch gleich. Jetzt erstmal eine Runde weiter hier. Schnipsi, danke fürs 5. Abo. Grüße an Schnipsi. Sondersitzung Weltkongress. Shankoku, danke fürs Cheeren und euch allen für den 2. Hype Train. Danke an Ona Gaming fürs 1. Abo. Für Moritz fürs 1. Abo hier. An für euch bitte Blumen aus dem Chat. Zwei neue Community-Mitglieder, Ona Gaming und Moritz. Hilfsanforderungen, wir helfen Aminatoren. Die anderen schicken ihr dann Geld, gute Worte oder machen irgendwelche Sachen für sie. Internationale Zusammenarbeit ist was Cooles. Vor allem, wenn andere helfen und nicht wir. Kann man schon mal machen. Danke an Videogame Mystery. Die Runden werden langsam länger, weil wir mit einem dynamischen Rundentimer arbeiten. Wurde abgelehnt. Aminatore ist nicht so beliebt, wie ich dachte hier. Danke für die guten Wünsche an Schnipsi. Nächste Forschung. Oh, wir mussten die Industriegebiete noch setzen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Schalten mal die Unis hier frei. Große Persönlichkeit, unsere erste, Hildegard von Bingen. Und nochmal weiter ab hier. Hier geht's runter, hier möchte ich gerne roden. Hier dagegen können wir ein Sägewerk setzen oder irgendwas da oben Schönes machen. Hier wäre übrigens auch ein guter Platz für einen Hafen potenziell.
Wer ist die nächste Einheit? Ein Siedler, genau. Einmal rüber, andere Seite. Der kann auch schon mal rüber, der geht schon mal rüber. Jetzt fehlt uns hier eine Annehmlichkeit. Wir haben ja eingestellt, dass man eine Annehmlichkeit extra bekommt in Städten mit Garnisonseinheit. Deshalb ziehen wir die hier überall rein. Das ist Hildegard. Die auflösen gibt den Bonus bei einem heiligen Städtenbezirk. Leider haben wir keinen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Die setzen wir als Scout ein. Die ist nämlich unsterblich, Hildegard von Bingen. Die kann nicht um die Ecke gebracht werden. Die kann nur vertrieben werden, wenn ein Barbar auf die draufzieht. Deshalb unnütze Persönlichkeiten auf die Weise einsetzen, kann man schon mal machen. In einer Runde tauschen wir nochmal die Religionssachen hier aus. Eine Runde weiter. Weltwunder, Tempel der Artemis haben wir fertiggestellt. Viele neue Annehmlichkeiten für uns. Zufrieden, glücklich nicht, ist aber okay. Das ist gar nicht so einfach bei so einem großen Reich. Naturwissenschaftliche Forschung liegen wir auf dem knappen ersten Platz, bei der kulturellen deutlich auf dem ersten. Militärstärke im Mittelfeld. Und wir haben überall gute Freunde, das ist auf Prinz okay. Dann geht es zu den Gilden weiter. Handelsrepublik freigeschaltet, die haben wir uns eben noch gar nicht geholt. Das müssen wir auch mal machen. Das heißt, wir ändern die Regierungsform, wechseln von der Oligarchie, wir müssen ja nicht mehr kämpfen, zur Handelsrepublik. Wir wollten uns jetzt die Siedlerkarte, brauchen wir immer noch, die Handwerkerkarte allerdings auch schon. Das heißt, wir nehmen den ersten Gesandten hier rein, dann nehmen wir rein einmal Produktion in allen Städten, die Siedlerkarte nehmen wir hier rein, die Handwerkerkarte packen wir nach unten hin. Die Annehmlichkeiten machen wir da oben. Dann, der erste Gesandte im Stadtstaat zählte doppelt. Wir packen einmal, holen uns Mexico City. Erster Gesandte zählt doppelt, jetzt ist er da. Dann holen wir uns also Gouverneurin Armani, nennen sie und schicken sie nach Mexico City hin. Die kann das. Wenn in 5 Runden da ist, gibt die 2 Gesandte. Dann werden wir ja so zerrennen und danach können wir uns sogar überlegen, sie wieder abzuziehen. Es gibt uns allerdings, weil wir erst wahrscheinlich die Ersten sind, die dort so zerrennen sind, einen schönen Bonus. So, das Geländefeld hier kaufen wir uns hier dazu für 105. Packen, ach Mist, da habe ich einen Gedanken. Ja, jetzt geht das hier nicht mehr. Ist egal. Wir roden hier einmal. Hier gibt es dann Nahrung, hier gibt es Produktion. Campus-Distrikt ist früher fertig. Dann bauen wir auch hier entweder einen Handwerker, nee, die Bibliothek ziehen wir hier durch. Und das fällt hier unten, das soll nachher, da soll hier unten der Campus gleich entstehen. Siedler. Ja, einmal hier runter, wo soll die Stadt entstehen? Was meint ihr? Das sind alles tolle Felder hier, vielleicht hier vorne. Dann nehmen wir auch anderen Städten ein bisschen was weg. Das finde ich aber nicht so schlimm. Zu dicht ans Wasser würde ich hier... Oder wir stellen hier, das geht auch. Wir können sogar mehrere Städte, 2 Städte hier platzieren. Das ginge auch. Wir könnten hier... Hier einmal Weizen überbauen. Da hätten wir eine Hafenstadt hier. Wir gehen mal, wir bauen... Komm, wir machen nur eine. Also all das... Wir können hier auch nur eine hinsetzen. Wir gründen eine, sagen wir mal, hier in die Mitte rein. Viele tolle Felder von allen Seiten. Hier geht's hin. Und die werden hier begleitet. Eine Runde weiter. Ja, der Leaderpass Mouse Over scheint erstmal nicht für Konsolen veröffentlicht zu werden. Entwickler haben noch nicht angekündigt, ob das auf Dauer so bleibt. Ich vermute mal, es gab technische... Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, es gab technische Probleme und dass sie das dann später auf Konsolen machen. Die Tatsache, dass sie da nicht eindeutig für Stellung bezogen haben, sollte eigentlich bedeuten, dass sie es vorhaben, aber nicht versprechen können. Pikeniere. Mittelaltermauern, Schießpulver, Steinbrüche, besser.
Gehen wir hier mal hin zu den Burgen. So, und hier können wir jetzt runter. Und da einmal hin. Hier können wir noch Leute anschließen. Hier fehlt auch dringend noch ein Handwerker, stelle ich gerade fest. Hier oben allerdings auch. Mal hier rüber bitte. Dann gerne hier an Land nachher. Hier soll die Stadt gegründet werden. Können wir dann Eisengleiche anschließen unter andere Sachen. Der ist ausgeheilt. Ja, auch tolle. Ja, ist zu dicht an anderen Reichen ran. Das gibt Leute jetzt Probleme. Das sollten wir nicht machen. Habe ich gerade vergessen? Nein, nee, wir hatten das gemacht, ne? Wir hatten die Regierung, hatten wir umgestellt. Alles gut. Eine Runde weiter. Gerne geschehen. Tut mir leid, ich rede, während ich das eine Spiel Let's Player nicht mittendrin in der Partie, erst recht mit Rundentimer, über andere Spiele. Das tut mir echt leid. Also das wäre irgendwie, das interessiert die meisten Leute auch nicht so. Ich bleibe lieber beim Spiel hier. Das ist eine Frage der Höflichkeit gegenüber den Leuten, die an Civ interessiert sind, dass ich dann nicht über irgendwie so komplett andere Dinge hier irgendwie rede. Sorry. Ja, WB ist auf Speed heute, aber nicht die Drogen, sondern mit Rundentimer und mit schneller Spielgeschwindigkeit. Und mein Danke an Jet to Space fürs Anpinnen der Info. Könnt ihr oben auch genau nachlesen. Steht oben dran. Hier unten helfen wir. Hier gründen wir gleich noch eine Stadt. Ich setze nochmal eine Runde aus. Handwerker ist da. Uni dauert lange, machen wir aber gerne. Kornspeicher für mehr Wohnraum. Bad hatten wir schon gebaut. Regierungsplatz müssen wir uns noch in aller Ruhe was aussuchen. Und wieder eine Runde weiter. Schon wieder. Ein Steinbruch. Klasse. So. Forschung läuft über gut. Handwerker, Siedler, zwei Siedler anscheinend binnen einer Runde. Dort oben sollen die Städte entstehen. Wir kamen Krieger für deren Begleitung. Ja, also wäre nicht schlecht, wenn das Landsknechte mittlerweile schon wären. Wir werden niemals einen Legionär haben. Wir haben das Level-Up für die Legionäre komplett verschlafen. Legionäre brauchen Eisen, Landsknechte auch. Wir werden niemals unsere Spezialeinheit im Spiel sehen. Ich habe nie einen gehabt. Wir hatten immer nur Krieger und demnächst haben wir die anderen halt hier. Ne? Krass. Nächste Forschung. Schießpulvereinheiten. Hier drüber. Banken. So, dann sind wir wieder in Rom. Der Siedler ist da. Eine einfache Stadtmauer können wir schnell mal machen. Bringt uns später auch Tourismus, falls wir es drauf absehen. Oder wir halten nochmal Ausschau. Ne, wir bauen nochmal. Handwerkerkarte ist drei Runden noch da. Wir bauen doch mal ein paar Landsknechte hier. Denn ganz ohne irgendwelche Einheiten, das ist ein bisschen heikel. Dann greifen uns die anderen auch irgendwann an hier. Siedler. Handwerker hinterher. Dauert lange. Uni. Dauert sehr lange, bauen wir aber gerne. Der zieht gleich nach oben. Jetzt noch nicht. Eine Plantage bitte. Ein Sägewerk bitte. Einer der beiden Siedler, die wir nach oben schicken. Und genau, der kommt da oben hin irgendwo. Mhm. Ja. Nach unten, hier entsteht die Stadt jetzt. Heißt, mal gucken wie. Duro Corto rum. Schön kurz und knackig. Wir fangen mal an mit Stadtmauern zu bauen. Wir kaufen uns Geländefelder dazu, weil wir es können und weil wir das Geld haben. Einmal Salpeter, einmal Eisen. Einmal Bauernhof. Prima. Und den ersten Bürger packen wir auch hier rein. Pause.
Mit den Norwegern haben wir bekanntlich als einzigen keine super freundlichen Verhältnisse. Hier vielleicht ein Lager hinzubauen, wäre nicht doof. Ja. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass er das Lager dann nachher. Hier vorne platzieren. Der muss hier, oder hier am Wasser. Das können wir auch machen. Da ist das der Lagerplatz. Hier oder hier. Geht ab dem zweiten Ring. Im ersten Ring geht's nicht. Der Ärmste. Und wieder eine Runde weiter hier. Ja, WB baut Lager. Gegenüber dem einzigen Feind, den wir haben, könnte man das man können wir das durchaus machen. Politikkarten bleiben drin. Siedler, Handwerker, Extraktionen, eine Annehmlichkeit durch Garnisonseinheiten haben wir überall. Ja, wir müssen dringend noch ein Industriegebiet irgendwo reinpuzzeln. Industriegebiete gerne neben strategische Ressourcen. Wird echt höchste Eisenbahn. Wir haben noch keine Unterhaltungsdistrikte gebaut. Falls wir es schaffen, Mexiko zu halten, also Zeren hier, haben wir gleich, dann würden die Gebäude auf Industriegebieten und auf Unterhaltungskomplexen statt 6 9 Geländefelder weit wirken. Das wäre nicht doof. Einmal hier oben hin, da ist der Handwerker hier. Der zieht der Siedler hier hin. Handwerker, Entschuldigung, Siedler. Der begleitet den hier bitte. Und er zieht nachher dann hinterher. Siedler ist da. Uni? Ja, ne? Kulturell liegen wir, ohne einen einzigen Theaterplatz gebaut haben, immer noch schön weit vorne. Weil wir ein Pantheon haben, das dabei sehr hilft. So, hier können wir noch ein paar Sachen bauen. Der bleibt hier. Bitte hier rüber zum Salpeter. Hier rüber zum Eisen. Sägewerk. Hildegard von Bingen versucht sich durchzuschlawinern. Mal schauen, ob wir da offene Grenzen bekommen. Allianzen gehen mittlerweile auch. Gibt sie uns sogar Geld für? Wir schauen mal, ob wir mittlerweile eine Allianz machen können mit den Nubiern, damit es ja keinen Kulturdruck von rechts gibt. Ob die das Wesen der Allianz mittlerweile kennen? Kennen sie? Machen eine Kulturallianz. Will dafür etwas Geld haben, das ist mir egal. Wir verkaufen ihr vor die offenen Grenzen. Die offenen Grenzen sind inbegriffen in einer Allianz. Andere Allianzen. Eine Religionsallianz kann uns egal sein. Am ersten Handel treiben werden wir wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, mit denen die Handel zu treiben. Hier gibt es Probleme. Durch Kulturdruck, allerdings nicht für uns. Dann machen wir eine Allianz mit den Indonesiern noch. Oh, das wird gleich auch billiger reinkommen. Ich wette, das kommt noch billiger rein. Und wieder eine Runde weiter hier. So. Das sieht alles okay aus hier, genau. Da ist einer. Hier brauchen wir einen. Mit einmal noch keinen. Wir brauchen eine Garnisonseinheit aller Orten. Schicken wir den hier hin. Der bleibt hier vorne. Ein Landsknecht hier. Das passt alles. Weitere Handelsrouten als die eine können wir nicht machen. Da die Uni, alles gut. Geld geht so. Können wir noch woanders Ressourcen bekommen für mehr Annehmlichkeiten. Hat jemand sehr viel und hat uns das noch nicht verkauft, außer uns selber leider nicht. Die KI verschläfte das hier mit den Annehmlichkeiten. Allerdings haben wir auch noch keinen einzigen Unterhaltungsdistrikt gebaut. Nordbohmen schlägt vor, einen Industriebezirk zwischen Eisenpferd und Steinbruch in Aquileia
Hier vorne, ja, das wäre ein guter Standort. Würde 6 Geländefelder weit alles boosten. Wir hätten keinen Nachbarschaftsbonus hier, aber das wäre nicht so schlimm. Die würden jeweils plus 2, glaube ich, an Annehmlichkeiten geben oder eine. Wir zeichnen hier mal einen ein. Danke fürs Mitdenken und gucken mal. Plus 1 bekommt man durch, statt plus 1 durch strategische Ressourcen. Hätten wir irgendwo einen Bad, einen Kanal oder einen Staudamm, bekämen wir plus 2. Könnten hier einen Bad hinsetzen. Der wird uns dann plus 2 hierfür geben. Würden hier 1, 2, 3, 6, 4 Geländefelder hier oben boosten. Das ist schon mal ein guter Platz. Hier sind auch 2 strategische Ressourcen. Und hier haben wir noch, hier ist das Bad. Ach, doof. Wenn wir den nicht hier hingesetzt hätten. Das wäre, aber der ist immer zu weit nach oben hin. Also wir brauchen irgendwo noch einen hier hinten. Hatten wir hier schon ein Bad gebaut? Nein, hier könnten wir eins hinbauen. Hier sind aber keine strategischen Ressourcen. Hier könnte man einen Staudamm hinbauen. Hier könnte man die Reisressource kaputt machen. Hier wollten wir einen Theaterplatz hinsetzen. Hier vorne. Der kommt da auf jeden Fall hin. Nächste Ausrichtung. Merkantilismus. Das gibt für die Sägewerke die Möglichkeit, für die Regenwälder die Möglichkeit, ein Sägewerk draufzusetzen. Wir ertrinken in Regenwäldern. Das wäre eigentlich top. Oh, wir haben inzwischen Machu Picchu, wäre cool. Das wird uns sehr helfen. Unter der Voraussetzung, dass das niemand anders baut, denn wir haben in der Nähe von Bergen etliche Campus-Distrikte. Die würden davon massiv profitieren. Wird noch nirgendwo gebaut, das machen wir. Einmal Machu Picchu. In 10 Runden fertig hier oben hin. Das ist cool. Das hilft uns sehr. Das wird uns überall mehr Forschung bescheren. Handelszentrum, Markt, danach ein Händler. Handwerker. Ah, ich wollte ja gerade Geld ausgeben, um was zu kaufen. Wir bauen schnell mal die Wassermühle an, bevor ich hier lange nachdenke. Wir müssen erst das Gelände für den Campus-Distrikt freikaufen. Speicher mit einer Uni. Bad geht hier auch. Dafür würden wir aber ordentlich was kaputt machen. Wir lassen es erstmal dabei. Ein weiterer Gouverneurstitel. Wir nennen mal Liang und schicken sie nach Anzium, denn da ist Wasser. Oder nach Durukochtorum. Das wäre auch eine Option. Hier kann es auch am ersten Mal Kulturdruck geben. Von den Nachbarn hier. Hier vorne die Schokolade bitte anschließen. Säge markiert an Schokolade dort. Landsknecht bleibt mal in der Mitte. Die ziehen im Tandem nach oben. Der zieht hier hin, lässt sich durch den Krieger begleiten, auch im Tandem, und dann geht's zu der Stadt da oben hin. Einmal Eisen. Die erste Salpeter-Ressource. Und wieder eine Runde weiter hier. Irres Tempo. Schon wieder eine Runde weiter hier. Wir haben den Regierungswechsel, habe ich leider gerade verpennt. Wir hätten die Siedlerkarte rausnehmen können. Da war ich gerade nicht flink genug, müssen wir demnächst noch machen. Jetzt haben wir 7 Runden Zeit bis zum Humanismus. Hier seht ihr das. Jetzt hätte ich hier nämlich die Produktion für Siedler und die Handwerkerkarten. Die brauchen wir, ja, das war irgendwie Quatsch. Wenn man sich das frei kauft, ist glaube ich zu teuer. Kostet 95 Gold. Aber wir haben jetzt wieder mal 46 Gold. Mit ein bisschen Glück können wir hier was kaufen. Noch nicht. Die ziehen Richtung nach Norden. Die ziehen auch Richtung nach Norden. Ein Siedler hier vorne. Ein Handwerker hier, der hilft auch im Norden. Einmal die Eisenmine. Der gibt Fersengeld. Sie kann ja mittlerweile durchlaufen. Indonesische Städte aufdecken. Und das heißt wieder eine Runde weiter. Wir müssen die Allianzen abschließen.
müssen Geld haben, um hier einen Campus-Distrikt zu kaufen. Zwei Siedler werden oben noch gebaut. Wir müssen einen Pin setzen für ein Industriegebiet hier, haben wir gemacht. Weitere noch hier unten. Wir haben noch keinen Regierungsplatz, müssen uns dringend einen Platz für aussuchen. Und ansonsten läuft da alles eigentlich in irrem Tempo und sehr gut. Religion haben wir keine. Ich wüsste auch gar nicht, wie wir das noch handeln sollten. Es läuft alles sehr fein, finde ich.